Momo, 19 Worte von mir heute einmal zu diesem kleinen Golf-Green-Trainer. Ja, das Ganze ist ja schwer einzuschätzen. Es ist ein sehr großes Paket. Ich bin auch gar nicht so ein Golf-Experte, aber ich fand die Idee ganz witzig, das einfach mal ja, zu holen und auszuprobieren. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal, was sich hier drin verbirgt. Und danach nehmen wir es natürlich auch einmal in Betrieb und schauen uns das Ganze in Action an. Das ist aber drin, habe ich gerade festgestellt. Ja, doch nicht? Okay. So kommt das Ganze erstmal hier verpackt an. Das sieht einfach erstmal ganz solide aus. Und wir ziehen das hier jetzt einfach mal raus. Okay, hier sind ganz viele Sachen. Vielleicht drehen wir es doch andersrum. Scheint hier irgendwie drin zu liegen oder es täuscht. Okay. So, also erstmal der Inhalt. Ja, also wir werden, haben wir hier relativ viel. Das sind wahrscheinlich die Schienen, denn die Bälle sollen automatisch zurückkommen. Das müssen wir wahrscheinlich dann ja, stecken. Das ist hier relativ logisch. Also wir stecken das hier dann rein. Entsprechend die, die zusammengehören, die hier, weiß ich nicht, muss ich gleich mal gucken, ob die das sind. Ja, doch, scheint so. Das machen wir jetzt hier einfach mal provisorisch. Es sind da noch ein paar mehr von da für die ganze Bahn eben. So, was haben wir noch? Wir haben hier einmal die Anleitung, wie das Ganze aufgebaut werden soll, whatever. Hier ist noch eine Schiene. So, dann haben wir drei Golfbälle. Die werden wir ja auch noch brauchen. Das sind ganz klassische Bälle. Nichts Besonderes, nichts Aufregendes. Dann haben wir eben hier unsere Unterlage, also die grüne Matte mit Kunstgras. Ja, da kann man alles daran gehen. So. Das ist okay. Die ist recht lang. Die ist, wenn ich das hier richtig einschätze, auf der anderen Seite befestigt. Ja, so. Die ist hier dann festgemacht und kann dann auch direkt genutzt werden. Das Einzige, was in dem Set nicht enthalten ist, was man so berücksichtigen sollte, ist, es ist kein Golfschläger dabei. Aber wir können es trotzdem auf jeden Fall mal ausprobieren. Wir waren das eben mal zusammen. Und dann so, und so sieht das Ganze dann aus. Wir haben sie jetzt nur ein Stück weit aufgebaut, weil wir einfach nicht genug Platz haben. Das heißt, wir haben das letzte Stück umgekrempelt gelassen. Das ist aber nicht weiter schlimm. Wir haben hier unsere Bahn. Wir sehen das hier. Hier ist auch dann eine Öffnung. Also sobald der Ball hier kommt, rollt er dann hier einfach wieder drauf. Und wir können ihn dann direkt in Benutzung nehmen. Und dann haben wir eben hier das Ganze auch einmal angeschlossen. So, hier sehen wir das. Das ist verbunden. Und sobald der Ball dann hier oben gegenkommt, dann ja, bewegt er sich zu unserem Startpunkt zurück von alleine und wir können direkt weitermachen. Ansonsten haben wir hier zwei unterschiedliche Oberflächen, das kann man nochmal hervorheben. Also wir haben einmal ein bisschen rauer und ein bisschen strukturstärker. Und was hier natürlich auch interessant ist, wir haben hier auch eine Hilfslinie einmal zum einen und zum anderen haben wir hier zwei unterschiedlich große Löcher. Je nachdem, wie man üben möchte, hier oben können wir auch noch unseren Schläger unterbringen. Hier können wir die Bälle aufbewahren. Und wir können hier auch einmal zeigen, dass so, ja, wie das hier reinhüpft. So, dann wird das auch wieder darüber transportiert und geht zurück zum Startpunkt. So, wir legen jetzt einfach mal hier hin. Jetzt muss ich jetzt mal gucken, ich werde das mit einer Hand nicht hinkriegen. Aber wir versuchen es trotzdem mal. Wir nehmen hier mal einfach unseren Schläger. So, und ich werde jetzt hier nochmal in Richtung Zielgerade gehen. So. Und dann werde ich das einfach jetzt mal hier in die Richtung buxieren. War nicht doll genug. Okay, das muss man ein bisschen mit einplanen. Wir versuchen es mal von ein bisschen dichter. So, ist daneben gegangen. Und jetzt kommt der Ball wieder zurück. Und wir können uns den hier zurückholen. So, und im Endeffekt kann man dann so hier wirklich eine Übung nach der nächsten durchziehen. Wir gehen nochmal zu unserem Startpunkt. So. Und wieder nichts. Aber im Endeffekt, ja, ist es das dann auch. Und damit kann man auf jeden Fall seine Schläge verbessern. Man kann damit ein bisschen üben. Man kann es auch einfach nur als Spaß nehmen. So wie wir das hier das machen. Und ja, solide verarbeitet, schnell und einfach aufgebaut. Kann man auf jeden Fall mal machen.